Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Philos TV. Eine weitere Episode unseres Let's Play Formates Let's Play Together the Forest. Ihr hört es schon, Holzhacker Kodiak ist auch wieder am Start. Hola. Wir sind wieder in unserer ersten Base, beziehungsweise haben wir kurz die Pause eingelegt von der letzten Folge. Wir werden jetzt noch die, wie viele Teile brauchen wir? Drei Stück, ne? Fünf haben Ich wir. müssen noch drei sein, ja. Drei Also geht er Teile nicht kaputt, der. der Bastard. Oh. Drei Teile der Pistolen. Teile suchen wir noch. Wow. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Was für ein wunderschöner Satz. Danke, danke. So, erstmal hier die Machete rausholen. Ach ne, Quatsch, das ist ja dein Samurai-Schwert. Also wir müssen eigentlich nur straight nach. Laufen wir jetzt überhaupt nach Süden? Müssen wir mal auf der Map gucken. Oh, wir laufen straight nach Norden, falsche Richtung. Wir müssen genau in die andere Richtung. Wo bist du, Hilo, denn da? Wir müssen eigentlich nur straight nach Süden laufen. Da dürfte dann irgendwann Richtung Strand auf einer kleinen Klippe eine weitere Grube sein, in der es Bauteile gibt. Und dann können wir schon fast die Pistole zusammenbauen. Okay. Ja. Warum sprichst du so komisch? Wieso, wo habe ich denn komisch gesprochen? Auch nix. Ich mache nochmal die Map auf, für den Fall der Fälle, dass ich mich hier gerade verlaufe. Aber natürlich verlaufe ich mich nicht in meinem Orientierungssinn durch. Wie nackt durch. Bin nackt durch. Bisschen langweilig hier. Wieso sind jetzt nicht so viele Mutanten-Dingers hier, Typis? Haha, ein Reh, ich jag es. Wow. Viel Spaß Ach, dabei. ne, ist zu schnell. Zu schnell und zu clever für mich. True Story. Fucking True Story. So, dieser Klippe müssen wir folgen, bis wir an deren Spitze angekommen sind. Was für ein Baum hier, ey. Welchen Baum meinst du? Ja, hier. Ah, jetzt bin ich schon vorbei. Ich habe keine Lust mehr umzudrehen. Hier ist ein Oh. Anker. Oh, ein Anker! Was haben wir denn da unten Schönes liegen? Habe ich schon mal erwähnt, dass mir diese Ausdauer ziemlich auf den Sack geht? Ja. 2, 3, Echt? 5 Mal ungefähr. Irgendwie ist nix. Da mal wieder. Wieder, wieder. Up to the Loch. Da liegt schon wieder ein Hai. Das ist ja auf jeden Fall die Todesinsel der Haie, ey. Auf jeden Fall in irgendeinem Sharknado stattgefunden. So, hier müsste jetzt irgendwo theoretisch das Loch sein. Mein Gott, ey. Hallo? Loch? Der Ausdauer Da. fuckt mich ab. Ah, hast du heute auch noch nicht erwähnt. Nee, noch nicht. Schon doof. Vielleicht hier oben am Baum? Ja, es gefällt mir jetzt gerade nicht so gut hier. Haben erstmal noch Cola. Ach, Cola gibt's auch. Ah, hier ist Cola es. bringt Das musst auch du dann. Ausdauer. Cool. Das musst du dann in die Luft jagen. Ich habe kein Dynamite mehr. I'm bright like a dynamite. Nee. Das geht anders, das Lied. Okay. Er will anscheinend nicht gefällt werden. Wieso? Was war das? Keine Ahnung. Hast du einen Pfeil abbekommen? Hä? Was ist das? Keine Ahnung. Komisch. Vielleicht ist es die Nachwirkung von dem puren Alkohol, den ich gerade getrunken habe. Kann sein. Verrückt. So, da muss ich mal kurz gucken, wo die nächste ist. Können wir Tschüss, hier jetzt mal Möwe. gucken. Ich würde dann sagen, wir laufen jetzt einfach ganz gemütlich am Wasser entlang. Machen so einen kleinen Spaziergang quasi, weil wir müssen nicht genau jetzt auf die andere Seite von diesem Busen, sage ich mal, der hier so sich als Wasser abzeichnet. Da ist ein Schiff. Oh ja, Da da ist ist ja ein hier. Kutter. Da ist ein Segelboot, du. Den sollten wir vielleicht nochmal inspizieren. Vielleicht ist da Wow. hier eine Weile. Ich glaube, wir brauchen gleich wieder eine Hütte. Hier sind wir unsere kleinen Ah, warte mal, da mache Mutantenfreunde. ich doch mit, da mache ich doch mit, da mache ich doch mit, da mache ich doch auch Was mit. ist mit denen? Tanzen die? Ey, yo, was geht? Tanzen sie wirklich? Ja. Ey, yo, Bro. Ey, yo, Genau. Bro, Headshot. In your head.
schlecht. Oh, der ist in den Stein gekippt. Was ein Schuss. Was ein Schuss. Ich bin so übertrieben. Guck dir ihn mal hier an. Wo bist du? Ich bin ein Stückchen weiter runter. Ich muss hier gerade was looten. Wo bist du denn? Was machst du denn? Was hast du denn? Es hängt ja bei dir auch so leicht Banken im Stein. Nein, Sicherheit grenzt. Oh doch. Oh, war komisch. Armer Junge. Gute Tattoos. Das hat er nicht verdient. Oh, Koffer. Wollen wir hoffen, dass da was Gutes drin ist. Ey, komm. Schokolade. Yummy. Oh, ein Tennisball. Geil. Habt ihr den schon am Kopf geworfen? Boah, guck mal, da ist ein Sharknado, ey. Schwimm! Einfach. Ich kann mir auch schon fast nicht vorstellen, dass es hier überhaupt noch Haie gibt, weil die liegen ja alle tot am Strand. Jump. Kann man sich denn eigentlich der Haie erwehren? Weil man hat ja an sich keine. Man kann ja keine Waffe ausrüsten jetzt hier. Dann vermutlich nicht, wa? Ich denke, vielleicht so eine Harpune oder so ein Tört. Guck an. Neuer Prospekt. Money. Hier muss man irgendeinen scheiß Code eingeben, glaube ich. Okay. Ach, guck an, hier kann man den Tag überspringen. Sehr schön. Ey, geh mal aus dem Weg da, du Fetti. Mann, ey, dass du immer so beleidigen musst. Das verletzt mich. Ich das, man findet hier noch irgendwas Cooles, aber leider nein. Was ist denn das hier? Dann lass mal eben kurz überspringen den Tag. Ja. Hier vorne sind noch zwei Seile. Seile habe ich, glaube ich, voll. Dann habe ich jetzt auch wieder voll. Den Tag überspringen. Lass doch die Nacht überspringen. Ja, meine ich. thank you. So, ich habe gedrückt. Ja, ich eigentlich auch. Bei mir steht. Okay, jetzt. Ui, jetzt bin ich aber hungrig, du. Oh, jetzt sind wir wieder mitten in der Nacht hier, du. So, ein Schluck Cola. Das war ein Schluck Cola und zwei Schokoriegel. Genau. Nice! Ah, ich esse, glaube ich, drei. Ah, lecker. Hier gab es aber jetzt so drei, vier neue Quest-Items. Das ist natürlich schon mal ziemlich cool. Das andere Seil. Tja. Seile haben wir. Ja, ich weiß auch nicht, warum da irgendwie immer. Guck mal, der Mond steht auch noch relativ hoch. Also, irgendwie ist das ein bisschen lächerlich. Es kann natürlich tatsächlich sein, das wäre natürlich irgendwie Worst Case so ein bisschen, dass der immer nur quasi 12 Stunden weitergeht. Ja, komm, wir gehen trotzdem mal weiter. Wir sind ja relativ stark und ich denke mal, uns kann hier sowieso nichts irgendwas anhaben. Von daher ist es eigentlich auch egal, wann wir weiterreisen. Richtig. Außerdem haben wir ein Feuerzeug. Genau. Das werde ich jetzt auch erstmal anschmeißen. Richtig. Muss mal eben kurz auf die Map gucken. Hier ist das Boot. Sind wir hier an Land gegangen? Ja. Alles ist mal hier mit Matsch wieder eingerieben. Auch wichtig. Wo hast du denn Matsch gefunden? Das lag gerade vor dir. Naja. So, hier die Klippen hoch, genau. Nicht im Strand entlang weiter? Nee, wir müssen hier irgendwie die Klippen hoch. Na gut. Und hier. Ja. Ja. Heiß. Ja. Es wird aber heißer. Ah. Nee, nicht du. Hast doch gesagt. Es wird immer heißer. Ja, ich bin doch ein S. Ein fettes S. Es wird immer heißer. Oh, yeah. So, also hier irgendwie ein Stück nördlich, hier musst du mal den Boden absuchen, hier muss irgendwo die nächste der nächste Krater sein. Ich glaube, ich rüste mal kurz die Taschenlampe aus. Ich glaube, die bringt dann, wo ist die Taschenlampe? Ich finde die Taschenlampe nicht. Da. Oh, das war ja auch mega viel durch. Oh, die ist aber echt mega hell, muss ich sagen. Wo ist der denn nochmal?
Taschenlampe. Das mal weg. Stock habe ich schon mal gefunden. Ich habe einen Stock. Klasse. Rote Pflanze. Tja, Floschi, das muss irgendwo hier in diesem Bereich sein. Ja gut, dass wir die Scheiße jetzt im Dunkeln suchen. Ja, ich kann nichts dafür, dass das Spiel hier so einen Scheiß macht mit dem weiter Dings dann. Ja? Klar, klar. Ja? Ich sehe hier nichts. Ist dunkel wie in einem Rattenarsch, ey. Also von hier aus gesehen soll man ein Stück. Ja, wir stehen auf jeden Fall richtig. Es muss irgendwo direkt in der Nähe vom Baum sein. Vom Baum? Das ist gerade vom Baum, von diesem großen Baum hier. Okay, ich komme mal zu dir, dann fangen wir nochmal von da an. Von was für einem Stück sprechen wir denn? Wie von was für einem Stück? Also wie weit weg? Das ist auf der Map jetzt nicht so gut ersichtlich. Hier ist noch ein bisschen Schlamm. Das ist ein Stein. Hier ist noch ein Stein. Mysteriös. Tja, Flotte. Das ist guter Rat teuer. Der Mond ist längst gleich weg. Beziehungsweise die Dunkelheit. Und ist ja ganz geil eigentlich. Ist auch noch ein Stein. Wow! Ja. Wow, hier ist ein dickes. Was für ein dickes? Alter, hab ich mich erschrocken, ey. So ein fettes, so ein dieses Nashornviech. Und mit einer, einer Kollegin da. Ne, ist gar kein Nashornviech, so ein Normalo. Nein, ich hab keine Pfeile mehr, oder was? Mach mal Licht, ich kill ihn. Oh shit, das sind ja zwei gleich. Ah. Headshot! Mach die Beine runter! Ferkel. Brauchst nicht gegen die kämpfen. Halt sie nur auf Abstand. Guck, da ist sie schon tot. Geht immer auch mal schneller hier mit den Dingern. Links von uns? Ja. Komm her! Ja, komm her! Neben. Ja, die waren auch immer mal stärker. Muss man auf jeden Fall mal kurz neue Pfeile basteln. So, muss ich mal die Knochenrüstung auswechseln. Was war es denn nochmal? Drei Knochen? Ein Knochen, fünf Federn, fünf. Okay, du solltest auf jeden Fall auf gar keinen Fall diese Rüstung quasi anziehen, wenn du schon volle Rüstung hast. Weil der schmeißt dann nämlich den obersten Slot irgendwann raus. Das war jetzt vielleicht ein bisschen konfus erzählt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Nee. Also nehmen wir mal an, du hast alles Mutantenteile, bis auf das letzte, quasi ganz unten, ist ein Knochenrüstungsteil. Und du bekommst jetzt noch ein Mutantenrüstungsteil dazu. Dann ziehst du das an und dann werden quasi alle Rüstungen ein weiter nach oben geschoben. Das heißt, die ganz oben ist, die wird quasi aus dem System rausgedrückt. Ah ja, okay. Also bringt es dann nichts. Dann muss man halt warten, bis man immer wieder Rüstung braucht und dann kann man die Mutantenrüstung anziehen. So, jetzt wird es langsam wieder hell. Jetzt können wir hier langsam mal nach diesem komischen Loch suchen. So, eine Käsekacke ist das hier. Also am besten den Trick benutzen, Jagdausrüstung an. Und dann die dicke Rüstung anziehen. Ja, wobei ich da ja auch nicht weiß, ob er da nicht vielleicht auch einen einfach rausdrückt quasi. Achso, ob du dann einen dadurch verlierst, okay. Genau, richtig. Tja, Floschi, da ist guter Rat teuer. Aber wir sind auf jeden Fall richtig. Also das ist die gegenüberliegende Seite.
Wir stehen jetzt hier. Oh. Wir stehen völlig falsch. Ja, ich habe das Symbol missinterpretiert. Ja, klar. Wir sind hier, wir sind, also wie ich gesagt habe, wir müssen noch ein ganzes Stück weiter nach Norden. Ja. Also, ja, war ja quasi von mir von Anfang an so gesagt. Ich hatte gesagt, ja, ich hatte das, nur noch die Nacht da. Hat das falsch verstanden. Du hattest ja auch gesagt. War schon, also ich hatte ja du gesagt, hattest ja gesagt, wir jagen jetzt hier die komischen Tiere, genau, die sich ja hier rumtreiben, genau. Und dann richtig. Gehen wir weiter nach Norden, ja. Ne? Ja, genau. Ja. So war das halt geplant von mir quasi, von Anfang an. Nee, ist ja auch gut zu wissen, ne? Also dass man jetzt hier halt in der Nacht nichts sieht. Das ist ja auch wichtig. Klar. Und jetzt kümmern wir uns halt wirklich dann tatsächlich um das richtige Loch. Also jetzt haben wir halt nochmal einen großen Baum gesehen. Das war mir halt auch nochmal sehr wichtig, dass man auch einfach nochmal den Bezug zur Natur herstellt in unseren Videos. Ja. Nochmal gerade was ganz anderes. Hast du noch ein paar Pfeile über? Ich habe nämlich nur noch 4 Federn oder 3. Ich kann dir ein paar Federn geben. Ja, dann gib mir noch die. Ah, ich gebe dir ganz sicher nicht meine guten Kompositpfeilbogen, Dings das. Doch. Sekunde. Wo sind denn meine Federn? Da. Wie viele Federn habe ich denn? Ja, oh, ich kann ein paar geben. Ist der hässlich. Hier, nimm. Danke. So bin ich zu dir. So, das nächste Loch müsste hier irgendwo bei den Hütten sein. Jetzt aber wirklich. Ja, ja. Ih, hier fliegen wir eine ganze Menge Fliegen rum, du. Bäh, bäh. So. Money. Oh, hier trampelt irgendwas. Irgendwo im Nordosten müsste ein Nashorn-Typ sein. Nordosten? Was ist mit Nordosten und dir? Hörst du ihn nicht? Doch. Da rennt er doch schon. Sehe ihn nicht. Er ist weitergerannt. Ist quasi einfach an uns vorbeigerannt, der Bastard. Er muss jetzt direkt vor uns sein. Da ist er. Ich spick ihn mal kurz. Hey Bastard, will ich um. Da ist doch noch einer, pass auf, sind 2, ne? Ja. Sind 3. Erster Down. Wow! Da ist fuck das. You bitch! Wow! Das gleiche gemacht, was du immer machst. Oh, der ist aber. Gib mir die Composite-Pfeile. Yeah! Geh mit Dummy. Geh mit Dummy. Das ist ja auch so ein Bauchplätscher, man macht, finde ich schon cool. Na, hast du wieder alle Pfeile abgezogen? Ja, klar. Du hast meine Kompositpfeile geklaut, dann klaue ich dir deine ganzen Pfeile. Ach, aber klar. So. So, jetzt müssen wir ein Stück nach Süden, nach Südwesten. Also, du kannst dich hier jetzt auf jeden Fall schon mal umgucken. Gucken wir mal kurz auf die Map. Ah, ne. Ah, das muss hier direkt irgendwo bei den Hütten sein, das Loch. Ah, hier, in der Hütte. In der Hütte drin hier. Kannst du direkt Dynamit schmeißen. Hast du das? Nee, was soll ich? Du Bastard. Hä? Was denn? Alter. Wow! Das war über die halbe Map geschmissen worden. Meine Hand ist auch schwatt. Junge! Meine das war eine gute Explosion. Alter! Alter. Nice one, ey. Nice one, nice one. So, jetzt müssen wir wieder nach Osten. Aber die Pistole ist ja fast ready, ne? Ein Teilchen ja, noch. Ein Teil fehlt noch. Ich bin voll weggeflogen. Ja, ich bin auch ein paar Meter geschleudert worden. Das war wohl spezielles Dynamit, das ich jetzt gerade hatte. Auf jeden Fall mal eine geile Erfahrung. Oh, Gegner voraus! How much? Und was für Gegner? 15! 15! 15? Hey. Okay. Junge, Alter, was geht? Ich schnitzel. Was zum.
Der hatte Was ich war fast. das, ey? Das war der Oberguru hier. Ja, das war wohl mal mehr hier der Big Boss auf Wir jeden sollten Fall. auch. Wir sollten auch auf sicher gehen hier. Erstmal Kopf ab, würde ich sagen. Nein, das war nicht der Erstmal Kopf. Kopf ab. Ich laufe schon mal weiter, während du dann auch die Leiche schändest. Ey, wieso schlägt er denn den Arm ab? So. Bei ihm glaube ich auch. Besser ist das. Na gut, ist ja auch die Höchststrafe, kann er sich keinen mehr keulen. Es war aber nur der linke. Ja gut, dann nehme ich den rechten auch noch weg. So. Hast du die fremde Hand auch noch abgeschnitten? Ich habe auch eine Errungenschaft dadurch gekriegt. Choppy Chop. Ja. Krasse Scheiße. Oh ja. So, jetzt habe ich ganz... der Macker, weißt du? Wo du bist denn du der her? Macker. Wo bist denn du hergerannt? Wo bist du hin? Wo bist ja, du hin? Egal. Ach da. So, mal kurz auf der Map gucken, wo wir sind. So, wo wir hin müssen. Okay, wieder zu den Klippen. Gut. Gut. Gut, gut. Gut. Gut, 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 gut. Hoppa. Hier muss eigentlich irgendwo... große Frage. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier geht's runter. Ja. Ja. Oh. Okay. Was machst du wieder für Geräusche? Hier muss irgendwo, irgendwo hier, also hier irgendwo. Wo, irgendwo hier? Irgendwo hier. Irgendwo hier. Muss das hier sein? Muss das hier sein? Irgendwo hier. Guck am besten nochmal auf die Karte und vergewissere dich doppelt. Nicht so wegen vorhin. Nee, du, ich hab definitiv recht, du. Ich hab wie immer recht. Hm. Hier direkt irgendwo an der ich hab's hier! Hier! Pfund! Pfund! Neufundland! So, ich überlege, ob ich mich jetzt mal direkt ans Dynamit stelle. Ja, stell dich mal direkt drauf und dann stirb bitte. Hey, ich... Du bist ein kleiner Bastard. Idiot. Boah, wie die Bäume hier erstmal gefällt werden. Ach so, hätte man die auch fällen können. Ja, gesagt hat doch, ey. So, das stört mich auch. Hier erstmal weg. So. So, da ist sie. Fertig. Bam. Wie viele Kugeln haben wir jetzt eigentlich? 23, das ist ja ein Witz. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Bossgegner die Kugeln von mir ins Gesicht bekommt. So, da haben wir die Pistole zu Ende gemacht, quasi. Ach komm, wir fahren jetzt mal. Guck mal, du kannst die Taschenlampe da auch draufschrauben. Mit Tape. Okay. Mach ich auch nochmal. Tape und die Taschenlampe. Cool. Wie sieht denn das jetzt aus? Guck dir das an, das Teil. Geil. Ah. Geil, geile Meile. Geile Meile. Geile Meile. Läuft bei uns. Ja, sehr schön. Ich würde mal sagen, wir gehen uns mal ein kleines Stück nach Norden. Oder sind wir schon wieder am Ende unserer Episode angekommen? Wir sind quasi gerade am Ende dieser Episode angekommen. Ja gut, dann passt das doch wunderbar. Ja, dann, das ist doch ein perfekter Cut hier. Ich hoffe, euch hat die kleine Suche gefallen. Die kleinen Kämpfe mit diesen komischen Geschöpfen. Und natürlich diese tolle Führung von Cody. falls euch trotz dieser ja, eher semi-guten Führung dieser Folge gefallen haben sollte, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Check ich nicht.